Dieses Video wird präsentiert von Toptables. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Video mit ein paar Tagen Verspätung mal wieder. Aber ich habe hier endlich Ausgabe 87 des Bäumer 40.000 Imperium Magazins vor mir liegen. Und wir bekommen mit dieser Ausgabe den zweiten Teil des Redemptor Dreadnoughts des Space Marines. Und so sieht der Gussrahmen aus. Und wie ich schon letzte Woche gesagt habe, handelt es sich hier um den kompletten Bausatz. Nicht wie damals mit der Conquest-Reihe, dieser Easy-to-Build Bausatz mit einer bedingten Auswahl an Optionen, nämlich gar keinen, sondern wirklich hier das volle Paket. Kostet bei Games Workshop insgesamt, glaube ich, fast 60 Euro und da ist dann der Preisurteil mit der Imperium Heftreihe schon ganz nett. Findet ihr unten in der Videoinfo die Tabelle verlinkt. Und ja, das Schöne ist halt, dass wir hier die kompletten Bewaffnungsmöglichkeiten bekommen, die der Dreadnought bietet. Und tatsächlich habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt, wie ich den zusammenbauen werde. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich das vielleicht modular gestalten werde, dass ich es dann halt situationsbedingt umbauen kann, umstecken kann. Weiß ich noch nicht, ob ich da Lust und Zeit für habe. Und bald kommt ja auch der Codex des Space Marines für die 10. Edition und dann denke ich, werde ich mich da mal so ein bisschen mit auseinandersetzen, wie ich mir den zusammenbauen werde. Jetzt gucke ich aber erstmal ins Magazin rein und was wir da Schönes drin halten haben. Kriegsgebiete, Sabbatwelten. Oh, sogar die Gaunts Geister, die haben ja auch vor ein oder zwei Jahren eigene Modelle bekommen. Dann ein bisschen was über Chaos. Fulminators, Söhne der Ultima-Gründung. Das muss scheinen Ultramarine-Nachfolgeorden zu sein. Howling Griffins. Und deshalb fällt schon wieder auseinander. Und ein bisschen was über Tyranniden. Und ich muss gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft, mir den neuen Tyranniden-Kodex zu kaufen. Inklusive der neuen Miniaturen, die da jetzt auch mit erschienen sind. Und die wirklich fantastisch aussehen. Der Non-Emissary sieht unglaublich gut aus. Dann, oh ja, hier wird auch auf die alternativen Bauoptionen eingegangen. Zum Beispiel seht ihr hier die Bewaffnung. Hier diese kleinen Mini-Dinger, die man austauschen kann. Oder ob ihr jetzt hier diese Panzerung offen oder geschlossen halten wollt. Finde ich ganz cool, dass man da ein bisschen Optionen hat. Und auf der anderen Seite habe ich halt echt keine Ahnung, was ich da machen soll. Wie gesagt, da werde ich mich dann mit dem neuen Codex dann auseinandersetzen. Auf jeden Fall ein sehr komplexes Modell. Und sehr viele kleine Einzelteile. Und ich werde wahrscheinlich mein Leben verfluchen, wenn ich da wieder statt Miniaturenteile meinen Finger zusammenklebe. Aber gefällt mir ganz gut und ist auch ein schöner Kontrast zum Ballistus Dreadnought aus der Leviathan Box. Mission zum Nachspielen, Glianta verteidigen und Plattform Ebelgarn. Und tatsächlich ist das auch schon alles in dieser Ausgabe. Bin ich gerade mal gespannt. Ich weiß es gerade gar nicht. War in der letzten Ausgabe auch schon eine Anleitung? Ich weiß es gerade nicht. Weil ich sehe gerade, hier sind sogar die einzelnen Finger noch müssen dran geklebt werden. Das ist schon ordentlich. Ordentlich geht es dann auch nächste Woche weiter, denn dann bekommen wir den dritten und letzten Teil des Dreadnoughts. Und ich schätze mal, da wird auch noch ein bisschen Plastik bei sein und dann auch noch die Base.
also auf 3 Ausgaben verteilt, finde ich das schon ganz okay. Und mit Ausgabe 89, der vorletzten Ausgabe dieser Heftreihe, bekomme Inquisitor Draxus, der hat hier so einen coolen Drachen. Oder Drachengeier? Geierdrachen? Grachen? Geier? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und das sieht aus wie eine Waffe der Elder. Ist aber ein Imperiumsmodell. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Auch wenn ich da wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich direkt Verwendung für haben werde. Ja, nach 3 Wochen so langsam werde ich doch ein bisschen wehmütig. Aber ich werde dann auf jeden Fall zum Ende der Reihe auch nochmal so meine Gedanken zur Heftreihe äußern und welche Modelle mir gut gefallen haben und was ich von der hoffentlich nächsten Reihe erwarten werde. Und vielleicht auch, wenn es bis dahin was Neues gibt, einen aktuellen Stand der Dinge zum Thema Stormbringer. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Schaut gerne unten in den Videobeschreibungen. Da findet ihr Links zu Discord, Instagram und so weiter und so fort. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche mal wieder pünktlich am Mittwoch wieder mit dem letzten Teil des Dreadnoughts. Bis dahin, habt einen tollen Tag, bleibt unartig und auf Wiedersehen. Euch hat das Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und falls noch nicht geschehen, abonniert doch gerne den Kanal. Außerdem könnt ihr auch gerne mal auf meine Social Media Kanäle schauen. Und wenn euch nach Gemeinschaft ist, schaut gerne auf unserem Discord Server vorbei und tretet mit vielen anderen Menschen in Kontakt. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!